Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Skies Hardcore Quest. So, ich habe, wie ihr jetzt schon seht, ein bisschen an dem Boden noch rumgeschraubt. Und zwar, ich wurde gebeten, dass ich die Welt zum Download zur Verfügung stelle. Also habe ich das jetzt auch mal getan und habe dazu auch ein bisschen was an der Welt herumgeschraubt, dass die Leute auch ein bisschen wissen, wo was ist und so weiter. So. Der Download-Link für die Welt, um gleich von Anfang an das geklärt zu haben, Link in der Beschreibung. Das wird zu einer, zu einem Google Drive-Account gehen, beziehungsweise zu so einer Google Drive-Adresse, wo dann die Welt zum Download ist und zur freien Verfügung. Soweit, so gut. Gut, ihr seht schon, ich habe den Boden ein bisschen angepasst, habe hier noch ein paar bisschen Bäume herumgepflanzt, hab das Ganze noch ein bisschen verschönert, habe die Häuser jetzt auch mal mit einem Namen versehen, also da sind jetzt Leute drin. Baker the Baker, da ist mir nichts Besseres eingefallen, tut mir leid. Auf jeden Fall, da sind hier so Kleinigkeiten drin, wo ich dann halt einfach ausgeschmückt habe, wo ich dann gesagt habe, gut, das ist hier zum Beispiel die Farmerin, passt, wunderbar. Und ja, ich habe mir halt gedacht, gut, dass ich die Welt dann zur Verfügung stelle und habe mir dann einfach nur alles so beschriftet. Oben sind auch noch ein paar Zettelchen. Ich habe jetzt hier das für die Let's Play Welt noch ein bisschen angepasst. Das ist jetzt die Welt, die ihr downloaden könnt. Mit ein paar Kleinigkeiten mehr. Also wirklich nur Kleinigkeiten. So, hier. Edward the Cool One. Also nicht der von dieser Sparkle-Fichter. Auf jeden Fall kommen wir jetzt wieder zurück zum Let's Play-Geschäft. Ansonsten hat sich nichts verändert. Ich wollte das euch noch schnell sagen, dass das jetzt, dass diese Welt jetzt hier zur Verfügung steht. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Ich hoffe, damit hat sich das geklärt. So. Ich habe mir auf meinen Merkzettel geschrieben, dass wir noch Folgendes machen müssen. Und zwar, Werkzeuge möchte ich endlich mal so ein bisschen auf das schönere Zeug kommen, weil das hier ist eigentlich noch aus Holz. Das hier ist aus Eisen und Obsidian. An sich eigentlich eine gute Kombination, aber nicht das, was ich haben möchte. Ich möchte so auf Kobalt gehen und so weiter. Also richtig heißes Zeug. Und was ich jetzt noch auf der Liste stehen habe, ist der Great Wood. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, was wir dazu machen müssen, weil jetzt mittlerweile haben wir ja das Zeug dazu, das auch tatsächlich machen zu können. Nein, das ist mit zweit. Und zwar brauchen wir das hier. Das Great Wood. Great Wood? Hier. Muss hier in diesem Altar gemacht werden. Dazu brauchen wir einige Essenzen aus diesem Crucible. Was ich festgestellt habe, ist, dass der Crucible so nicht funktionieren wird, und zwar braucht der Lava. Ich habe das schon vorher gewusst, dass der nicht mit der Fackel funktioniert. Ich habe den jetzt aber erstmal trotzdem hier für Show drin gelassen. Das Problem, was ich hatte, wenn ich dort einen Lava hinpflanze, dann fackelt mir die komplette Wohnung ab, und das war jetzt exakt nicht so das Geilste der ganzen Sache. Daher, verzeiht, ich werde das noch umsetzen müssen. Hier werden das Let's Plays. Kannst du das Ding ausmachen? Und zwar vorübergehend hierhin. Und zwar setze ich den hier, glaube ich, so in die Mitte. Das dürfte relativ weit weg von allem sein, was irgendwie gefährlich sein könnte und oder dergleichen. Na gut, The Great Wood steht auf der Liste. Dann wurde ich gebeten, Hell's Kitchen anzufangen, weil ich da angeblich das Zeug mit dabei schon haben sollte. Großteilig habe ich das ja auch, also guckt euch die Rewards an, das sind keine Diskussionen. Auf jeden Fall, das Zeug dürfte man jetzt an der Reihe nach bekommen. Das heißt also, Hell's Kitchen wird dann ebenfalls angesprochen. Dann habe ich hier die Essenzen, die jetzt im Prinzip dann so bald hier im Punkto Greatwood Sapling kommen müssten, weil die brauchen wir, um das Ding hier zum Laufen zu kriegen. Daher wird das hier eigentlich unser nächster Schritt sein. Dann steht als nächstes auf der Liste Bees and Trees. Das muss ich jetzt auch noch anfangen, weil das sind wir jetzt mittlerweile schon so weit, dass das nicht mehr wirklich wehtut, zu machen. Daher setzen wir uns schon mal gleich ans Werk. Das heißt, wir setzen erst einmal den Crucible um. Ich werde mir dann offcam auch noch ein Plätzchen für den, also so ein anständigeres Plätzchen für den suchen. Keine Panik, keine Panik. Ja, dann bauen wir das Ding jetzt erstmal. Dazu brauche ich wieder, na, den Crucible brauche ich nicht. Ich brauche Limestone, und zwar hätte ich gerne den smootheren One. Den macht man, indem dass man Limestone einfach nur in den Ding in den Ofen schmeißt. So. Was mir jetzt aber dann gerade fällt, wo tue ich denn das ME-Kabel? Lacht der hier dann so seitlich lang? Gut, dann werde ich das halt. Ich würde das sowieso hier um den ganzen Kram herumführen müssen, weil das sowieso hier mittendrin nicht durchgehen kann. Naja. Da werde ich hier noch irgendwas dran spielen.
So, das heißt, wir bauen jetzt hier erst einmal eine passende Platte hin. Wir brauchen jetzt nicht geizen mit den Rohstoffe. Haben wir ja genug. So, schön. Dann ist das auch noch ganz sicher etwas ordentlicher. Ich habe jetzt hier auch sowas beschriftet, was zum Beispiel in diesen Deep Storage Units drin oder was hier drin ist, damit ich ja nicht durcheinander komme. So. Dann. Na, komm schon. Chatpack aus. Manchmal ist das Chatpack schon geil, aber es ist doch auch genauso manchmal etwas störend. Na gut. Ich habe hier ja einen Lavatank noch drin gehabt. In weiser Voraussicht. Dann. Wo habe ich denn den Eimer? Bucket, damals. So. Da ist der Lavatank. Da kommt jetzt das Lava hin. Und jetzt müssen wir hoffen, dass alles soweit nichts anfackelt. Wäre schon ein bisschen doof, wenn es das täte. So. Sehr schön. Kommt wieder zurück. Dann, eigentlich könnten wir hier noch so ein bisschen Wasser mit dran. Also, na, da müssen wir nicht ständig nachfüllen. Okay, gucken wir nach einem Tank. Dann, ja, wir brauchen eigentlich nur einen. Tauschen wir gleich unten aus gegen den Wassertank, dann brauchen wir nicht so oft laufen. Oder müssen wir dann überhaupt laufen, wenn wir das dann... muss ich nur schauen. Muss ich nur schauen, wie ich das organisiere. Muss ich auch entsprechend meinen Standards entsprechen. Wo ist jetzt der volle Tank hin? Ah. Und nur Haufen Scheiße. Ich wusste es. Moment, F7, kurz Check-up. Ist hier alles in Ordnung? Jo. Ich habe mir jetzt auch entschieden, anstatt diese Fackeln die Glowstone-Dots zu nehmen, weil die doch ein bisschen praktischer sind in dem Punkt. Wie man die macht, zeige ich dann euch nachher auch noch. Das steht nämlich auch noch auf meiner Agenda-Liste, aber jetzt nicht auf den höchsten Punkt. So. Erstmal runter zum Nullifier. Die Fische entsorgen. Dam, 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 dam. Nichts Besonderes. Nichts, was wir jetzt gebrauchen könnten oder dessen Wert wir jetzt erfassen könnten. So. Na, komm schon. So. So, den Tank pflanze ich erstmal hier in die Ecke. Dann ein Drying Rack brauchen wir noch. Drying? Wie schreibt man eigentlich Drying Rack? Schauen wir einfach mal. Drying Rack, da haben wir es auch schon. Zack, machen wir eins, weil wir brauchen das jetzt gleich. Dann brauchen wir einen Bucket. So, den setzen wir erst dann fix in der Welt fest. So. Und zwar den Bucket, den zum Nachfüllen des Dingschens hier, klatschen wir einfach an die Wand, so dass wir einfach, wenn hier der Tank ist, zack, 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 fertig. So, das dürfte bald das Blubbern anfangen. Fängt das Blubbern an. Sehr schön. Sehr schön. So, dann erst einmal gucken. Warum mache ich den ganzen Kram jetzt erstmal? Wir brauchen zwei von denen. Das wird jetzt auch noch ein bisschen witzig. Und zwar, ich erkläre euch, wie das Ganze hier mit diesem, ja, mit diesem Altar hier funktioniert, diesen Infusion-Dingenskirchens. Und zwar, hier unten stehen die einzelnen Essenzen. Ihr seht auch schon, 64, das kriegen wir nicht in den Zauberstab hinein. Und vor allem nicht 128. Dazu brauchen wir bestimmte Gläser. Die habe ich schon in weiser Voraussicht erforscht. Die hier. Die Gläser brauchen wir dafür. Die Jars. Und ein bisschen, ja, Magie. Auf jeden Fall, in diesen Jars werden die Essenzen, die in diesem Crucible erzeugt werden, in denen, dass man einfach hier Wasser in den Crucible kippt. Das Ding, was jetzt zum Beispiel dessen magische Essenz wir haben wollen, haben. Und dann müssten wir das Ganze irgendwie rausziehen. Ich weiß bloß nicht mehr 100% genau, wie das ging. Nein, nicht ganz. Stimmt. Lüge! 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 Und zwar, den brauchen wir, ich habe mich jetzt vertan, tut mir leid, um die Dinge hier zu erstellen. Die müssen wir aber vorerst nur erforschen. Hier, fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Die Essenzen bekommt man, indem dass man hier die Destille baut. Ja, ja. Und dazu da ist das Silverwood Lock, den wir zum Filtern brauchen. Das ist erstmal nicht so ganz das problematische Teil. Gut.
erst einmal kurz Check-up, den Ofen, den könnten wir eigentlich... Mon ami, das könnten wir eigentlich gleich tun. Oh. Ja gut, dann bauen wir hier mal zusammen die Alchemie-Ecke hin. Wo pflanzen wir die hin? Die könnten wir eigentlich hier hinbauen. Aber ich glaube, der hat dasselbe Problem wie der Crucible. Die braucht irgendeine Feuerquelle. Das heißt also, was wir machen könnten, wir könnten hier das Destille bauen dann hier das Rohrzeug hin und bauen das dann da hoch und ihr fragt euch jetzt, was zur Hölle denkt er sich gerade? Ja, genau das. Genau das, was ich gesagt habe. Okay. Erst einmal kurz führen. So. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ich habe jetzt gerade kurz geplant, was wir zu tun werden. Wir werden uns jetzt erst einmal die Destille aufbauen. Und zwar, wir brauchen eine weitere Magisch Crucible. Das heißt also, wir brauchen Le Eisen. Le Eisen formt Le Crucible, eine normale Crucible. Den Crucible pflanzen wir irgendwo hin, nehmen unseren Zauberstab und voila, es ist ein magischer Crucible. So, den Magic Crucible brauchen wir da drin im ME-System. Nee, brauchen wir nicht. Der muss ja oben mit dem Magiealter. Ja, zerfix, ich muss das immer wieder durcheinander. Ich habe das immer wieder durcheinander gebracht. Nein. So. Das heißt, hier brauchen wir erstmal den Zauberstab von diesen Hiesen. Der hat aber so gut wie keine Power mehr. Das heißt also, ich pflanze jetzt erstmal den goldenen hin und nehme jetzt erstmal den... Ja, ich habe noch nicht aufgeladen. Ich weiß, fatale. So. Aber wenigstens haben wir den gleich zur Hand, also die wichtigsten Node gleich zur Hand, weil da ist mittlerweile ist die Plattform so groß, dass das fixe Stellen an der Plattform hat. So. Die nächste Node müsste da unten sein. Genau. Wieder Node aufladen. Also wenn einer von euch weiß, wie man diese Nodes verschieben kann, ich glaube, das irgendwo mal gesehen zu haben. Vielleicht sogar beim Doc Ratti, ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall meine ich, dass da irgendwie eine Möglichkeit besteht, aber ich habe keine Ahnung wie. Wenn einer von euch Bescheid weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Ist immer nur vom Vorteil, wenn ihr mit mir redet. Dann muss ich hier nicht die ganze Zeit zum Monolog halten. So. Ja, komm schon. Dich saugen wir auch aus, du Sau. So, zwei Essenzen fehlen. Wasser und Feuer. Wasser war da hinten, genau bei unserem Becken. So, komm schon, Node. Komm schon, so, jetzt sagen wir den Node aus. Da müssen wir auch mal irgendwas erforschen. Da gibt's eine Forschungsmöglichkeit, mit der das beschleunigt werden kann. Müsste ich mir jetzt auch mal angucken. Müsste ich die eigentlich tun. So, und das Feuer-Node war hier. So. Komm schon, so. Dann haben wir das hier auch gleich aufgebaut. Weiß es, ist ultra faszinierend. Ich weiß. Meine Spannung steigt hier ins Unermessliche. So. Planten wir wieder in die Wand. Also aufgeladen. Dann muss ich mir jetzt kurz überlegen. Der Crucible, so wie er da gezeichnet war, benötigt die Stelle hier. Jetzt brauchen wir einen normalen Ofen. Ein Le-Ofen. So, haben wir. Hab ich die anderen Blöcke hier? Na ja, hab ich. So. Muss ich hier auch mal irgendwie so ein ME-Terminal an die Wand pflanzen. Aber das Kabel dann zu verstecken, wird schwierig. Oder ich kümmere mich gleich um den Funker. Oh, das muss ich mir gleich aufschreiben. Funker. Jo. Okay. So. Dann kommt der hier hin. Insufficient Viz. Ich hab hier doch. Alter, willst du mich verarschen? Habe ich das jetzt tatsächlich zu wenig? Tatsächlich! Na gut, dann nehmen wir den anderen. So. Ich dachte, das wären die prozentualen Verbesserungs- nicht die. Ah, verdammt! Ich weiß, Schande über mein Haupt. Tut mir leid. Na gut, dann habt ihr es wenigstens nicht umsonst ganz gemacht. Den Fistfilter. Der geht doch nur mit Arcane Good. Den Arcane Good kriegen wir durch die ganze Aktion. Aber ich weiß, das geht vorher auch. Moment. Ah, genau, müssen wir kurz erforschen. Silk Mesh.
So. Silk Mesh. So, was waren das? Das waren drei oben, eins in der Mitte und drei unten. So. Moment, ich habe das Gold vergessen. Nein. Gold, tack, tack. Und so. Einen Wissfilter. Dann, um in den Plan zu gucken, der Wissfilter, den haben wir. Den brauchen wir an der linken Stelle. Der Rest ist Eisern und einen Eimer. So, glaube ich, war das. Le Eimer. Le Eisern. Nicht Bones. Le Eimer. Eimer. Sag mal, die verstecken sich die ganze Zeit von mir. Die haben Angst. Was habe ich euch angetan? Jemals in euren Leben? Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Außer von mir. So. Dann hier haben wir schon mal den oberen Teil. So. Haben wir hier auch gleich mit dran. Pflanzen wir das Teil mal hin. So. Kommt das oben drauf. Und damit hätten wir unsere Grunddestillerie schon mal fertig. So, dann brauchen wir etwas Kohle. Und wir brauchen das Glas. Ging das so? Oder waren da die Platten nötig? Bin mir ja gar nicht hundertprozentig sicher. Ah ne, ich brauche ja noch... Stimmt, ich brauche ja noch etwas Le Magie dazu. Mal kurz ins weiße Büchle schauen, wie die genau gingen. Platten, okay. Le Platten, die hatten wir doch schon hergerichtet. Genau, hier. Ich muss hier unbedingt ein ME-Terminal hinbatzen. Schaut zwar schön aus, aber unfunktionell. So, da bauen wir auch gleich ein paar mehr von. So, 6 Stück. Lass mal kurz da liegen, damit ich weiß, was ich zu tun habe. Dann brauchen wir die Rohre. Ah, verdammt, die müsste ich erst noch forschen. Okay, machen wir schnell. Wir brauchen wieder Zauberstab. Da brauchen wir Leere und Potenzial. Leere brauchen wir Wind und Erde. Oh, Wind haben wir schon wieder relativ wenig. Haben wir schon wieder so wenig. Leere und Potenzial. Sehr schön. Dann können wir uns die erforschen. Gibt es noch diesen Alchemie-Zentrifugen, aber ich weiß exakt nicht, wofür die gut ist. Da habe ich noch nicht ganz herausgefunden, was so den ganzen Sinn dahinter hat. So, dann, wie werden die gebaut? Haufen Quecksilber, was jetzt nicht nötig ist, also wo ich keine Träne nachweine. Moment. Quecksilber. Haben wir doch so einen Haufen gehabt. Hier, genau. War das mehr? Tatsache, war mehr. Haben wir einen ganzen Stack von. So, Quecksilber, Gold und Eisen haben wir alles da. Schön, schön. Hallo, Pete. Hat die Medizin vom letzten Mal geholfen? Volle Kanne, Doktor. Ich bin überhaupt nie mehr Tourette, du Arschloch. Ah, herrlich. So. Quecksilber oben. Links und rechts war das und das unten. Genau. So. Papp. Wir brauchen mehr Wasser. Ja, wir brauchen unbedingt was wir laden gleich beide auf. Das kann mir jetzt, es ist mir zu doof jetzt. So. Ist mir jetzt zu doof. Und wir brauchen unbedingt einen Stab, also einen Zauberstab, so richtig, so à la Gandalf und so weiter. Weil diese Stäbe können deutlich mehr Energie lagern und sind auch im ganzen Ticken effizienter. Das heißt also, als nächstes auf der Liste für die ganzen Magiesachen steht ein Zauberstab. So, njop. War ein bisschen zu weit. Holen wir uns noch ein bisschen Mutter Natur ab. Und wir brauchen unbedingt die Forschung, damit wir schneller saugen. Wir brauchen eine bessere Leitung, mein Freund. Okay, das ist noch voll. Sehr schön. Freu nicht nachfüllen. Dann holen wir uns gleich mal das Feuer hier. Ich habe ein Feuer. So. Das ist voll. Das füllen wir jetzt noch gleich auf.
Ich bin jetzt zwar keine fette Elfe mehr, wie ihr so schön formuliertet, aber ich sinke doch noch etwas arg zusammen. Also, gibt's da nicht ein besseres Jetpack? Ich glaube nein. Schade eigentlich. So. Wasser. So. Schneller. Für dich auch noch. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Air. Wo habe ich jetzt nochmal Air gehabt? Ich glaube, das war rechts von der Plattform. Air and Ordo. Das ist also Crush da unten. Nicht Ordo. Ordo ist oben. Ordo ist oben, Alter. So, dann füllt sich das auch noch auf. Ich finde das ein bisschen doof, dass sich die Hardstore überlagern, weil hier oben die Jetpack-Energie überliegt, also liegt über den Zauberstab hat. Finde ich schade. Finde ich ein wenig schade. Naja. Stört mich jetzt nicht so wirklich. So, das ist jetzt auch voll. Und das ist auch voll. Schön, wir haben zwei voll aufgeladene Zauberstäbe. So. Ich werde jetzt auch das Bauen ein bisschen einstellen, also so relativ einstellen. Also zumindest in diesem großen Maßstab, wie ihr es hier vorgefunden habt, aus dem einfachen Grund, dass das doch ein bisschen arg viel ist. Und vor allem, ich habe ja jetzt in ein paar Tagen, beziehungsweise das heißt in einer, sagen wir mal so, ich schreibe in nicht einmal, ja, kommt das hin? Ich schreibe jetzt in nicht einmal 48 Stunden meine Abi. Wird noch lustig. Das heißt, also, wenn ihr dieses Video seht, schreibe ich wahrscheinlich gerade Deutsch. Ja, könnt hinkommen. Stimmt, Deutsch müsste ich jetzt um die Uhrzeit schreiben. Nee, um diese Uhrzeit geschrieben haben. Jo, kommt hin. Also wünscht mir Glück, dass der Lehrer das gut findet. Es geht ja im Deutsch ja grundsätzlich nicht darum, ob man das kann oder nicht. Man geht ja im Deutschen darum, nur den Lehrer nachzufasseln. Mehr ist Deutsch nicht. Finde ich ein wenig schade. Könnt mal ein bisschen mehr draus zaubern. Ja, komm schon. So. Naja, aber wenigstens, ich fand, dieses Jahr hatte ich einen relativ guten Deutschlehrer. Wie sind eure Lehrer so eigentlich? Manche von euch sind ja noch in der Lehre. Und manche nicht. Manche sind sogar noch Schule. Mein Deutschlehrer ist diesmal relativ anständig. Also einer, der macht das, weil es ist so ein bisschen seine Berufung und weiß natürlich über den ganzen Kram Bescheid. Finde ich ganz interessant, gerade wenn man so um Geschichten und so weiter hören möchte. Von ihm habe ich die Film Metropolis herausgefunden. Und alter Mann, die Frau in Metropolis, das ist so ein das ist sowas von die Vorlage für Tannenbaum gewesen. Da bin ich mir jetzt absolut sicher. Also, Tannenbaum aus Bioshock. Naja, gut. Wir haben das jetzt noch schnell hingezaubert. Jetzt mache ich hier... Scheiße, irgendwas brennt! Nein! Verdammt! Alter, okay, ich muss eine Lösung finden. Aber die Lösung kommt erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Für die Gott.